Das Aufwärmen geht vor allen Dingen jetzt um den Bereich Schultern, um den Bereich Schlagbewegung mit dem Stock. Und meine erste Bewegung ist der Umbrella. Das heißt, ich mache von der rechten Schulter kommt den Schlag 1, gehe dann mit dem Umbrella um den Kopf herum, um wieder in der Ausgangsposition zu landen. Also 1, Umbrella. 1, Umbrella. Ich bringe die linke Hand mit nach vorne, weil wenn ich hier diesen Block mache, checke ich den gegnerischen Arm, während ich den Stock in Position für meinen nächsten Schlag bringe. Okay, ich zähle wieder wie immer vor. Das heißt, es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Handwechsel. Linke Hand. Also Schlag 1, dann Umbrella. An der rechten Schulter vorbei, wieder in Position über der linken Schulter. Dann wieder Schlag 1, Umbrella und 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, Stock bleibt auf der linken Schulter liegen. Die rechte Hand greift den Stock. Und jetzt machen wir ein Reverse Umbrella. Das heißt, wir machen Schlag 2. Die Stockspitze fällt. Und ich habe hier meinen Shoulderblock. Dann geht der Stock hinterm Kopf herum und ich bin wieder auf der linken Schulter. Also, Rückhandschlag, Stockspitze fällt, Shoulderblock hinterm Kopf herum auf der linken Schulter. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, Wechsel auf die andere Seite. Wir beginnen wieder mit der Rückhand. Stockspitze fällt, Schulterblock hinterm Kopf herum und ich bin wieder auf der rechten Schulter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Stock ist wieder in der rechten Hand. Ich starte jetzt mit einer Figure 8. 1, 2. Stockspitze fällt. Jetzt habe ich am Anfang ein Reverse Umbrella. Bringt mich auf die linke Schulter. Von hier aus mache ich wieder eine Figure 8. 1, 2, Stockspitze fällt und ich mache den Umbrella, um wieder auf die rechte Schulter zu kommen. Also nochmal, Figure 8, Shoulderblock zum Reverse Umbrella, dann Figure 8 von der Rückhand startend, 1, 2, Crossblock zum Umbrella und ich bin wieder rechts. Okay, und 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Handwechsel. Ich fange wieder langsam an. Also einmal noch zum Mitschreiben. Ich mache die Figure 8 mit links. Dann habe ich einen Schulterblock, gehe hinter dem Kopf herum, starte dann mit der Rückhand, 1, 2, meine Figure 8, gehe in Umbrella und bin wieder auf der linken Schulter. Okay, ich zähle wieder vor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, gut. So.
So, kurzer Blick auf meinen Plan. Ich möchte jetzt diese Umbrella-Bewegung noch ergänzen durch eine Doblada, also eine Verdopplung. Wenn ich Schlag 1 mache, bleibt die Hand vorne und ich wiederhole nochmal den Schlag als Peitschschlag. Also der erste Schlag geht bis hier, Handgelenk bleibt vorne. Dann mache ich einen ganzen Kreis vor dem Körper und wiederhole den Schlag. Bin ich hier angekommen, fällt die Stockspitze zum Umbrella und ich bin wieder in der Startposition. Okay, nochmal langsam. Also, Doblada, Umbrella und Startposition. Okay, erstmal nur diese Einzelübung. Ich zähle nochmal auf 10. 1, 1, 2, Umbrella, 2, 2, Umbrella, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Andere Hand. Doblada. 1, 2, dann Umbrella und wieder Doblada und Umbrella. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10. Jetzt starten wir auf der linken Seite. Machen die Verdopplung, Doblada auf die Rückhand. Das heißt, ich gehe nach vorne bis hier, dann bleibt die Hand vorne, mache einen Kreis und wiederhole den Schlag 2. Dann fällt die Stockspitze zum Schulterblock und der Stock geht hinterm Kopf herum in die Ausgangsposition. Okay, und 1. Doblada und Reverse Umbrella. 2. Doblada, Reverse Umbrella. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Handwechsel. Wir starten auf der rechten Schulter, Rückhand links. Doblada. Also bis nach vorne gehen, ganzen Kreis. Und wiederholen den Winkel. Dann fällt die Stockspitze, hier habe ich meinen Schulterblock, gehe hinterm Kopf herum und bin wieder am Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10. Okay. So. Letzte Übung in diesem Bereich. Mit einem Stock. Ich mache, Stock ist wieder in der rechten Hand, die Verdopplung. Mach ein Umbrella. Mach dann nochmal einen Schlag. Was mich auf die andere Seite bringt. Dann starte ich wieder mit der Verdopplung, diesmal mit der Rückhand. Doblada, Reverse Umbrella und nochmal einen Schlag. So, ab jetzt wiederholt sich die ganze Sequenz. Also, Doblada, Umbrella und Schlag 1. Dann Rückhandseite, Doblada, Reverse Umbrella und Schlag 2. Doblada, Umbrella 1. Blader, Umbrella, 2. Okay, und ich zähle vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Handwechsel. So, kurz und schmerzlos. Das Ganze auf die andere Seite. Einmal noch zum Mitschreiben. Also, Doblada, Umbrella und Schlag 1. Jetzt starte ich von der anderen Seite.
Doblada Rückhand, Reverse Umbrella und 2. Okay, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, gut.